Morgen. Guten Morgen. Unsere Zeit in Spitzkoppe ist schon wieder um. Wirklich ein magischer Platz, ohne Gas, ohne Wasser, ohne Strom. Reine Selbstversorger, aber dafür super dunkel abends mit den schönsten Sternenhimmel überhaupt. Und da hinten seht ihr die auch noch im Hintergrund. Cape Cross hat leider noch nicht auf, deswegen sind wir noch mal kurz frühstücken am Kaminfeuer. Wir sind am Cape Cross angekommen und wie ihr schon hört, jede Menge Seelöwen. Man versteht uns bei dem Sturm hier so gut wie gar nicht, aber da hinten ist ein Schiffsskelett.
zum Beispiel, wie schnell sich wirklich die Kulissen hier ändern. Als ob man durch einen Themenpark fährt und alle 10 Kilometer sieht es anders aus. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer Lodge und haben hier mitten in der Wildnis auf halbem Weg die ersten Wildelefanten gesehen. Wir haben es geschafft, nach ein paar Kilometern, sind wir in der Palmenberg Lodge angekommen. Wir haben den Camping to go, Zelt Nummer 1 bekommen. Das sieht so aus. Und wir nehmen euch jetzt mal mit auf eine kleine Roomtour. So, hier haben wir unser Zelt. Und dann geht's einfach mal los. Das Ganze aus. Super schön gemacht. Man hat insgesamt 4 Betten. 2 einzelne hier vorne, ein Doppelbett hinten. Dann haben wir einen großen Kühlschrank plus Eisfach. Echt krass. Mülleimer haben wir hier, einen sehr großen. Dann haben wir hier vorne noch eine Klimaanlage. Auch super krass. Eine Gießkanne, falls Sie brauchen. Dann sind wir hier im Badezimmer. Und hier ist einfach eine mega große Dusche. Man kann sich echt ausstrecken, ja. Krass, oder? Und es gibt auch heißes Wasser. Dann Toilette, Waschbecken, Spiegel. Man kann hier sogar seine Wäsche waschen. Da vorne ist alles drin, was man zum Boden braucht und zum selber verpflegen. Wir können sogar den Boden wischen und putzen und Kleiderschranken safe. Ja, überall die Fenster, die wir komplett wie in einem Zelt auch aufmachen können. Also Wahnsinn auf jeden Fall. Wir freuen uns auf unsere Nacht und dann gehen wir nochmal nach draußen, weil auch hier sieht es wirklich, wirklich schön aus. Ja, man kann hier abends wirklich oder auch gleich morgens Stunden genießen, sich selbst verpflegen, Waschbecken, Gasherd, alles da, Grill, auch ganz wichtig. Genau, und dann auch nochmal eine Feuerstelle. Und dann geht es jetzt nochmal weiter, weil was wir heute nämlich noch oder eben gerade schon entdeckt haben, vor unserem Zelt überall sind große Elefantenkrüttel. Und nicht nur vor dem Zelt, sondern auch hier. Und wir hoffen total doll darauf. Ganz frisch vor allem.
ja, dass sie hier heute vielleicht nochmal langlaufen. Und wir die irgendwie sehen oder morgen früh oder keine Ahnung. Wir hatten zwar heute schon ganz, ganz viel Glück, aber es wäre ja wirklich ein Traum. So, jetzt werden wir uns erstmal fertig machen und drei verschiedene Kategorien hier im Camp. Ganz normal Campsite, wo man sein Zelt dann aufstellen kann, unser Camping to go. Also Leistung schon mal echt gut aussieht. Wir haben eine seriöse Lodge ist. Vielleicht kriegen wir nachher noch einen Blick rein, aber es ist nicht mehr.